Durch seine Kompaktheit und Bildqualität ist das digitale Videoformat dem analogen weit überlegen. Bilder können deutlich schneller und einfacher am Computer geschnitten und bearbeitet werden. Durch die Signalübertragung in digitaler Form können mithilfe der neuartigen E-Link-Schnittstelle, die den IEEE 1394-Standard unterstützt, digitale Videobänder und computergesteuerte Schnittsysteme für nichtlineares digitales Bearbeiten miteinander verbunden werden. Die Direct Digital Link Technology von Sony macht Übertragung eines digitalen Signals mit einem einzigen Kabel ohne Qualitätsverlust möglich. Dank der Standard-E-Link-Schnittstelle nutzt dieses professionelle nichtlineare Schnittsystem alle Vorteile von DV und dem professionellen DV-CAM-Format. Die Sony Edit Station ES3. Digitale Schnittstellen. Die Edit Station ES3 ist ein auf Windows NT basierendes nichtlineares Schnittsystem. Sie bietet Flexibilität und hohe Leistung bei niedrigen Kosten. Die ES3 unterstützt digitale Standardschnittstellen der Industrie, inklusive E-Link, SDTI, SDI und ISEBU-Audio. Selbstverständlich können auch herkömmliche analoge Schnittstellen wie Composite, Komponenten, YC und symmetrische Audioanschlüsse genutzt werden. Mit Hilfe der vielen Schnittstellenoptionen der ES3 können Sie Produktionssysteme nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Diese Anwendungsmerkmale können Sie sehr einfach per Mausbedienung nutzen. Spezielle Computerkenntnisse sind nicht erforderlich. Nun würden wir Ihnen gern die hochentwickelte ES3-Grafik-User-Schnittstelle vorstellen. Die Leistung der GUI. Im Logging-Modus können Sie mit Cliplink Sonys einzigartigem Bildindexsystem arbeiten. Die Cliplink-Daten jeder Szene, die während der Aufnahme im DV-CAM-Kassettenspeicher aufgezeichnet werden, können unmittelbar vor der Übertragung der Video- und Audiosignale auf den Hartplattenspeicher geprüft werden. Dadurch können Sie schnell die gewünschte Szene auswählen und somit die Übertragungszeit zur Hartplatte minimieren. Schalten Sie zwischen verschiedenen Arten von Projektfenstern, die die Clips beinhalten, hin und her, um alle Möglichkeiten zu nutzen. Der Inhalt des Clips kann auch auf verschiedene Arten wiedergegeben werden. Die Timeline stellt eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Spuren für das Multilayering zur Verfügung. Sie können eine Darstellung der Schnittsequenz sehen, Audiosignale, Effekte, Blendmuster und Titeleinfügung. Ein leistungsstarker 8-Kanal-Echtzeit-Audiomischer steht Ihnen zur Verfügung. Außer Pegel und Entzerrung können Audio-Fader, Rubberband und Waveform-Funktionen für jede Spur in Echtzeit kontrolliert werden. Passen Sie diese Merkmale Ihren Wünschen an, um eine ideale Schnittumgebung zu schaffen. Um die Effizienz zu steigern, kann die ES3 mit zwei VGA-Monitoren konfiguriert werden. Die eingebaute Titelsoftware verfügt über eine Vielzahl von Funktionen und Effekten. Für Titel stehen Ihnen Still-, Roll- und Crawl-Effekte in Echtzeit zur Verfügung.
Außerdem können externe Image-Dateiformate wie BMP, TIFF und TGA für Medienclips genutzt werden. Mit der ES3 können Sie sehr schnell und komfortabel sequenzielle TGA-Dateien in Animationen konvertieren lassen. Neben Standard-Features wie Dissolve und Wipe haben Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten der Farbkorrektur, Filter, Keying sowie Keyframe-Effekten. Offene Software-Architektur. Zusätzlich zu den Standard-Echtzeiteffekten sind mit Plugin-Software auch andere Effekte möglich. Hochqualitative Chroma Keys und 3D-Effekte wie Page Turn unterstützen Ihre Kreativität. Mithilfe von AVI-Datenkonversionen, Quicktime Movie Support und einer Vielzahl anderer Merkmale können Sie Ihr Projekt zeiteffektiv fertigstellen. Mit dieser enormen Vielfalt an Merkmalen werden die Vorzüge des ES3-Schnittsystems deutlich. Exzellente Bildqualität, hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Kosten. Die ES3 wird Ihren professionellen, nichtlinearen Editing-Ansprüchen vollständig gerecht werden.